und Navigation. Diese Themen können ziemlich trocken und theoretisch sein. Nicht aber hier. Im Geofort in Herweinen erleben die Besucher eine einzigartige pädagogische Attraktion, umgeben von der neuen holländischen Wasserlinie. Hier wird experimentiert, ausprobiert und dabei sehr viel gelernt. Im Geofort kann man alles über Geografie, Karten, die unterschiedlichen Maße der Welt lernen, über das, was passiert, wenn sich die Erde bewegt und verändert. Es ist wie ein Wissenschaftszentrum, in dem man alles über Geoinformation lernen kann. Uns ist es wichtig, dass in diesem interaktiven Science Center Wissen vermittelt wird. Aber dabei sollen die Kinder selbst ausprobieren und gestalten und vor allem jede Menge Spaß haben. Und Spaß haben Kinder wie Erwachsene besonders in der Geo-Experience, im Herzstück des Forts. Hier ist alles interaktiv, wie zum Beispiel der Raum Eye in the Sky, in dem Kinder einmal Pilot sein und erleben können, wie die Welt in Zeiten von Satelliten von oben aussieht. Der 4D-Globus zeigt, wie sich die Welt innerhalb von 400 Millionen Jahren verändert hat. Welche Kraft Erdbeben haben, erleben die Kinder anhand ihrer selbstgebauten Türme, die entweder dem überraschenden Earthquake Shake standhalten oder nicht. Der Erlebnisraum Powers of Ten bringt die Besucher anhand einer spannenden Animation bis ins Universum und zurück zur kleinsten Einheit, ins Atom. Neben dem dunklen Desorientierungstunnel, in dem das Gehirn durch audiovisuelle Eindrücke auf die Probe gestellt wird, ist Flat and Funny eines der Highlights für die jüngeren Besucher. Hier wird ein 3D-Bild von den Köpfen der Kinder gescannt, um nachher zu zeigen, wie ihr Kopf auf einer ausgeklappten Landkarte aussehen würde. Damit soll gezeigt werden, wie unterschiedlich Flächen in 3D und auf flachen Karten erscheinen. Auch im Außenbereich des Geoforts hört der Spaß nicht auf. Während sich die kleinsten Besucher auf dem Spielplatz austoben können, müssen die Kinder im großen Labyrinth ihren Geruchssinn einsetzen, um den Weg raus aus dem Irrgarten zu finden. Das Geofort ist ein Abenteuer für alle Besucher zwischen 8 und 88. Bewusst wird hier nicht von einem Museum gesprochen, denn alles, was die großen und kleinen Forscher hier lernen, dreht sich nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Zukunft. Die Geoinformation wird immer schneller, immer wichtiger. Denn jeder ist heute online, hat ein Smartphone. Du weißt immer, wo du bist, weil jeder ein Navigationsgerät im Auto hat. Aber wenn es eine Krise gibt, ein Desaster, dann kommunizieren die Sicherheitstruppen mit Karten, um die Krisenstandorte zu lokalisieren. Und alles, was mit der Veränderung der Erde zu tun hat, ist Geoinformation. Uns hat der Besuch in dem 150 Jahre alten Fort Spaß gemacht. Während der kleinen abschließenden Fahrt über den Burggraben genießen wir noch ein wenig die Natur des Revierenlandes und bedanken uns für diesen spannenden Ausflug ins Geofort.